hands so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I'm gonna be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my beats, I'm gonna make mistakes. Hallo! Herzlich willkommen auf Sunnyside. Wir sind zurück in Germany. Wir haben einen Europa-Ersatz-Willi von Frontrunner. Vielen Dank dafür. Ja, und dank Frontrunner können wir überall auf allen Festivals, auch im Dachzelt und überall anständig hinkommen. Ja, und wir haben nicht ganz so Heimweh nach Philipp. Nach Philipp. Hast du schon Heimweh? nach Philly. Ja. Genau. Ach, ist auch schön. Einfach mal hier wieder das Wetter. Perfekt. Ja. Heute ist ja schon Mittwoch. Morgen Abend geht das Dachzeltfestival los in Stadt Oldenburg. In Stadt Oldendorf. Also, wenn ihr jetzt spontan Zeit habt, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir halten Vorträge am Samstag und am Freitag. Also Freitag und Samstag. Aber nicht drei nach, sondern erst am Freitag, dann am Samstag. Am Freitag, der erste, ich glaube, von 16 bis 17 Uhr und am Samstag von 17 bis 18 Uhr, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Eine Stunde jeweils. Wir können nicht überziehen. Wir haben unsere Stunde und wir haben den Vortrag ein bisschen eingeteilt. Wir machen am Freitag, wie alles begann im Endeffekt, und am Samstag kommt... geht's dann on the road. On the road, Kanada, USA, Alaska, Mexiko und so weiter und so fort. Das haben wir ein bisschen eingeteilt. Ja, und sonst wären wir nicht fertig. Weil wir so viel zu erzählen haben im Endeffekt. Den Aufkleber hinten haben wir auch schon drauf gemacht. Wir haben eine neue Aufkleberkollektion. Guck mal hier. Einmal den, den ich schon eben hinten auf unser Auto geklebt habe. So ein Linoleum-Cut. Dann haben wir... Wo ist denn der richtig coole? Ach, hier. Guck mal hier. Willi. Voll entfaltet. Mit Grill und Stühlchen und so. Und das Geile ist, der ist transparent mit Weißdruck. Guckt mal. Wuhu! Das hier neu und ganz cool, eine coole Ellipse. Ist das überhaupt scharf? Ich habe keine Ahnung. So, die gibt's jetzt dann, der Shop, Tassen. Sweetie, wo ist die Tasse? Wir haben eine Tasse. Ja, wir haben Tassen. Die Tassen sind da. Ta-ta-ta-ta. Yeah. Es hat ewig gedauert. Willi hinten drauf, das Sunny Side hier vorne drauf. Funktionieren wunderbar, wir haben sie schon getestet. Ja. Und auch die gehen Ende nächster Woche wird der Shop online gehen. Aber auf dem Dachzeltfestival haben wir sie dabei. Okay, und jetzt gucken wir uns doch nochmal unseren Euro-Willi an. Der hat nämlich auch einen ganz coolen Ausbau und er hat noch keinen Namen. Deswegen nennen wir ihn ja Euro-Willi. Und ich würde mal sagen, mach doch mal unten in die Kommentare einen Namensvorschlag. Ja. Und dann prämieren wir, dann taufen wir den Frontrunner Defender einfach mal, die wissen gar nichts davon, mit eurem Namen. Also der beste Name. Ja. Und die drei coolsten Vorschläge, darüber machen wir dann Instagram-Voting. So machen wir das. Und ja. Dann kriegt hier schwarzer Euro-Willi einen richtigen Namen. Das ist eine coole Idee. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Der ist nämlich ausgestattet und hat auch ein ganz cooles Konzept. Ein 90er Radstand T5 von 2004 oder 5, glaube ich, mit Roof Rake, unserem Dachzelt. Hier ist die Markise dran und die Markise, das ist der absolute Knaller. Die Markise hat hier einen Halter
den kann man aufmachen. So. Ich habe leider jetzt gerade hier nicht genug Platz. Aber du kannst die Markise jetzt, und jetzt kann man das hier noch aufmachen, du kannst die Markise hier an diesem Arm so verstellen, wie du das gern hättest. Das ist der Hammer. Das ist nämlich voll geil, weil bei uns ist immer das Problem, wenn die so direkt dran ist, dann hat man den Schatten immer nur da, meistens gegen das Auto. Und so kann man sich den Schatten überall hinholen, weil die Sonne wandert ja auch. Voll geil. Dann von innen, hier hinten hängt ein Highlift. Von innen ist ein Platz angeboten. Ne? Also hier ist jetzt nicht viel mit drinnen schlafen oder drinnen sitzen, aber hier hinten ist zum Beispiel ein Fach drin, dass man seinen ganzen Scheiß da drin verstauen kann. Klamotten, ein paar Boxen, hier oben auch so ein Dachgurt, wie wir den haben. Und jetzt kommt die Seite hier, die ist voll cool. Guck mal, was da ist. Okay, und jetzt hat man hier hinten einen, steht runter so einen Schrank für seinen ganzen Küchengedönse. Ja. Und dann haben wir einen Tisch, der wird hier eingehakt. Hier sind die mal Dings. So, jetzt macht man das so. Und dann hat man hier, hier kommt noch eine Spüle rein. Jetzt hat man hier die perfekte Küche. Eigentlich voll genial. Stellen wir jetzt hier direkt mal ins Regal. Klappe zu. So sieht unser Setup jetzt hier in Deutschland aus. Leute, ganz großartig. Wir räumen jetzt hier den Euro-Willi oder wie er bald heißen wird, ein. Und dann würde ich sagen, der Weg lohnt sich. Und wir sehen uns am Samstag. Ne, am Donnerstag oder am Freitag oder am Samstag und am Sonntag. Also das ganze Wochenende. Tschüss. Tschö. Alle Links unten drunter, wo ihr hin müsst und so.